Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. Unser Auto raucht ganz schön, obwohl Rauchen eigentlich ungesund ist. Da müssen wir auf jeden Fall mal mit dem Mechaniker-Kit nachhelfen, weil unser Motor ist im Eimer. Generell ist viel im Eimer. Und wie ich es letzte Episode schon so treffend gesagt habe, da gehört es definitiv nicht hin. So, der Reifen ist wieder platt. Was muss ich denn da machen? Abdicht-Kit. Und hierfür brauche ich doch auch ein Abdicht-Kit. Ja, mit dem Abdicht-Kit repariert man Reifen und Fenster. Wer hätte das gedacht? So, wir nehmen mal wieder all die schönen Sachen an uns. Sofern wir genügend Platz haben. Wir hatten genug Platz. So, die kommen natürlich an ihre entsprechende Stelle. Pappbecher kommen dahin, dahin. Und schon ist es halbwegs sortiert. Jetzt ist es ganz sortiert. Davon brauchen wir vielleicht auch welche. Die stapeln ja so rum. Gläser kommen nach unten. Ach, das läuft doch. So, das war alles woanders, außer die T-Shirts. Und Schrauben haben wir hier auch wieder ordentlich Platz. Ist das nicht schön? Und noch zwei. Einfach, weil es so viel Spaß macht. Also 12 Stück, bleibt aber ein bisschen was übrig. Da haben wir aber... Nee, dafür haben wir noch keine neue Reihe angefangen. Ja, das ist Pech. Quietscheentchenstapel. Chemikalienstapel. Thermosaftkristall. Sieht halt nicht so kristallmäßig. Na gut. Sieht aus wie ein ungeschliffener Diamant. Das kann man als ein geschliffener Diamant. Das kann man durchgehen lassen als Kristall. So, dann haben wir hier nochmal Gasflaschen und Batterien. Die können wir auch schön stapeln. Sehr schön. Das Starthilfe-Kit kommt wieder ins Auto. Drück immer in letzter Zeit auf die falsche Stelle. Das kommt auch zu uns. Keine Ahnung, wo das reingehört. Wir werden es irgendwann rausfinden. So, das kommt vielleicht da rein. Das kommt da rein. Sprecheisen brauchen wir demnächst. Und die abgeschirmte Stoßstange können wir gleich mal drauf tun. So, die würde ich, wie gesagt, abbauen. Und die kommt gleich in den Entsafter. In den Materiezerleger. Hoffentlich kommt was raus. Na, diesmal kommt was raus. Ist das nicht schön? Her damit. Her mit allem, was du hast. So. Dann haben wir hier, würde ich sagen, passt das platzmäßig jetzt irgendwie wieder. Nehmen wir mit. Zahnräder sind da gut aufgehoben. Auf zum Craften von einem Abdichtkit. Was brauche ich denn dafür? So. Nicht viel anscheinend. Und wir brauchen ein Mechaniker-Kit für den Motor. Weil der hat uns irgendwie das jetzt nicht verziehen, was wir gemacht haben. Habe ich mehr Inventarplätze? Wieso habe ich denn jetzt 6 Stück? Das ist ja praktisch. Ja, so wird's repariert. Bist du wieder heil? Sieht heil aus. Ein bisschen rostig. Hoffentlich können wir den irgendwann entrosten, so. Aha. Okay, Scheibe ist wieder dicht. Brauche ich tatsächlich für jede Scheibe eine Ladung davon oder habe ich es zu lange gedrückt gehalten? Wir machen einfach noch eins. Ja. Ne, muss ich halten. Und, na gut. Ein Ding pro Ding. Das kann man irgendwie noch akzeptieren. Ist ja jetzt inzwischen alles repariert. Ja, der Reifen noch nicht. Da machen wir eben noch ein Abdicht-Kit. Ich mag's, dass ich jetzt 6 Slots habe. Ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. So macht es wieder Sinn. So sollten Reifen aussehen. So, wir haben hier Haufen beschädigte primitive Platten. Irgendwie müsste man doch demnächst mal Stahlplatten ranmontieren können. Scheinwerfer, primitiver Scheinwerfer. Ach, wir haben zu wenig Fackeln. Ich will aber auch Fackeln machen können. Haben wir neues Fax empfangen? Sie jagen Fahrzeuge. Es ist, als ob sie sich davon ernähren. Okay. Boah. Solange sich niemand von meinem Fahrzeug versucht zu ernähren, ist hier alles gut. So, das kommt da rein. Keine Ahnung, wo ich das wirklich aufbewahren soll.
Müllcontainer der großen Gaben. Ne, bisschen geizig heute. Ich nehm's trotzdem. Aber bitte. Das kannst du besser. Nochmal ein Reparatur. Nein? Okay. Vielleicht darf man die nicht einfach so ausnutzen. So, was haben wir denn hier? Da wollen wir nix. Hier bei Karosserie. Wir brauchen nicht primitive Platten. Stoßstange aus Stahl will ich nicht. Platte mit Bleischicht. Abgeschirmte Platte. Stahltür. Wir haben doch schon Stahlplatte. Ist doch freigeschalten. Was laber ich denn hier die ganze Zeit? Labile Energie. Stabile Energie brauchen wir hier. Und abgeschirmte Tür. Verhindert geladen, das ist natürlich auch nützlich. Was haben wir denn an Lampen? Wiederverwendbare Fackel, her damit. Endlich mal das Crafting-Rezept für eine Taschenlampe. Wird auch Zeit. So, was haben wir denn noch? Wir haben einen Schweißbrenner. Ein kleiner improvisierter Schweißbrenner, mit dem Dellen und kleinere Schäden an Metallteilen repariert werden können. Er ist nicht robust genug, um lange durchzuhalten, macht unterwegs aber grundlegende Reparaturen möglich. Oh, das ist wahrscheinlich dann so ein Abdicht-Kit für arme Leute, weil wir uns nur das leisten können. So, labile Energie haben wir nicht. Das ist ein Handstaubsauger. Beruht zum Großteil auf den Grundprinzipien eines Haushaltsstaubsaugers. Sämtliche Sicherheitsanforderungen, sämtliche Sicherheitsanforderungen wurden jedoch ignoriert. Dieses Gerät ermöglicht das schnelle Aufsammeln von fast allen festen oder halbfesten Substanzen. Es wird versuchen, alles aufzusaugen, was klein ist und auf das es gerichtet ist. Das ist praktisch, das will ich auf jeden Fall haben. Da muss ich nicht so viel E drücken, um die ganzen Scheißteile aufzunehmen, wenn wir den dabei haben. So, wir haben noch ein bisschen Energie, was können wir machen? Das Prüfmodul, was fehlt da? Leiterplatte, die machen wir auf jeden Fall. Mein Auto verhält sich komplett komisch. Erstmal stellen wir das da her. Haben jetzt keine Fackel mehr, das ist schade. Müssen wir wieder einsammeln, aber die Leiterplatte dafür hat es auch noch gereicht. So, her mit dem Prüfmodul. Und nehmen. Dann finden wir mal raus, was mit der Schrottkarre nicht funktioniert. Müssen wir irgendwie da reindingeln. Können schon eine Route auswählen. Wir haben ja eigentlich einen Weg. Immer noch nicht. Aber da kann ich hin. Das wird schön. Das wird schön gefährlich vor allem. Aber wir kommen hin. So, einmal Auto laden, damit das auch glücklich ist. Oh, Hinweis. Was soll ich jetzt sagen? Auto bewegt sich langsam, hätte ich gesagt. Aber das hat letztes Mal Hinweis 0,5 km/h. Kein guter Hinweis. Bewegt sich schnell, schaltet sich aus, bewegt sich langsam, ist in der Luft, nee, wird getreten, nein. An einer Steigung bewegt sich bergauf, bergab, was zum Teufel. Ich will sagen, dass es nach links Benzin erhöht sich, wäre ja gut, Schalthebel, keine Ahnung, Hupe, Lenkrad, fährt nach links, hätte ich gesagt, auswählen. Lenkrad fährt nach links. Was soll ich denn hier noch angeben? Innenlicht passt, Lenkrad. Beliebiger Reifen. Na, das vielleicht. Löst sich? Nee. Kofferraum. Scheibenwischer. Keine Ahnung, Mann. Hupe hupt normalerweise. Motorhaube. Passt, Scheinwerfer, passt eigentlich, Schalthebel, Benzin leert sich, das tut's auf jeden Fall. 8-mal kann ich raten. Und falsch geraten, 0 von 4 korrekt. Leck mich, wie funktioniert das? Das muss ich mal nachjustieren. Kann doch nicht sein, ist das... Ah, keine Ahnung. Wird schon passen. Ich verstehe das System noch nicht so. Einmal vollgeladen.
So, hast du irgendwas Gutes für die, für mich? Nicht für dich, sondern für mich? Na, ich wollte doch looten. Looten. Drück doch E. Ich drück E. So. Dankeschön. Oh, und Fackeln. Da werde ich nicht lange fackeln, denn die brauche ich unbedingt. So, abgeschirmte Stoßstange müssen wir natürlich noch installieren, sonst war es irgendwie für den Arsch. So, haben wir in den Händen. Und jetzt gleich am Auto. So, geht's euch allen gut? Na, so mittel würde ich sagen. Primitive Platte, die müsste man doch einfach verschrotten können. Braucht man nicht mehr. Rein da. War es eh nicht mehr gut. So, hier mit dem ganzen Zeug. Und jetzt müssten wir eigentlich eine Stahlplatte machen können. Ein Stahlblech? Ja. Stahlplatte. Na also. Stahlblech. Brauchen wir zwei Stück? Ich dachte, wir haben so viel Stahlblech da. Ist egal. Können wir genügend machen. Ja. So, das reicht hoffentlich für ein paar für ein paar Stahlplatten. Genau, für zwei. Für zwei erstmal. So. Ja, das würde ich aber auch sagen, dass es sich da anbietet. So. Der Kamerad kommt runter. Den lasse ich fallen. Stahlblech nehme ich auf und ran mit dir. Ach, das ist doch schon viel besser. So, einmal aufgesammelt und einmal rein mit dir. Und dann können wir das natürlich auch für die anderen machen. So. Primitive Stoßstange. Da haben wir wahrscheinlich noch keine bessere Tankklappe. Wir müssen auf jeden Fall tanken. Und hier ist gar keine Platte dran. Okay, das erklärt so einiges. Dann machen wir noch ein bisschen Stahlblech. Na, unser Metallschrott nimmt aber ab. So. Stahlplatte. Hier damit. Nummer 1. Nein. Und Nummer 2. Und dann passt das eigentlich schon. Ja, die Stahltüren sind ein bisschen Schrott schon. Schade eigentlich. Vielleicht finden wir wieder was, was das repariert. Habe ich noch ein Reparaturkit? Das wäre nämlich jetzt ganz praktisch. Nö, habe ich nicht. Da. Der kommt mal rein. Zumindest muss ich den nicht craften. Der kommt auf die 1. Ja, praktisch. Ach nee, das hat auch eine Lebensdauer, oder? Oje, oje, ich hoffe nicht. Ich hoffe zumindest, die Lampe bleibt mir erhalten. So, Handstaubsauger. Da braucht man Stufe 2. Haben wir hier Stufe 2? Ach, da ist noch eine Stahlplatte, die ich gerade nicht verwenden kann. Rein mit dir. Befreier, Ankerer da, Handstaubsauger, her damit. Will ich jetzt nicht ausprobieren. Wir haben ja hier diesen guten Sauger. Der soll sich um alles, was hier so kreucht und fleucht, kümmern. Und dann ist es hier drin. Ja, mit dem schönen Zeug. Na gut, dann wird. Ja, du hast auch nur dein Standardzeug drin. Also, das ist meine primitive. Nicht meine primitive Platte, eine primitive Platte. Rein mit dir. Ja. Da hat er wieder nichts zurückgegeben. Ich kann nicht endlich hier. Leuchten. Ich hoffe wirklich, die Lampe hält ein bisschen, aber ich sehe schon, wie es weniger wird. Oh, mich kann ich noch nicht öffnen. Nein, die Lampe ist begrenzt. So viel zu langer Wiederverwendbarkeit. Gut, die haben mich nur gelockt mit Wiederverwendbarkeit, nicht mit langer Verwendbarkeit. Rohrpostsystem in. Kann ich das Zeug hier vielleicht reintun? Begegnung mit Anomalien, bla bla bla. Vielleicht kann ich das hier auch faxen. Tu mal vielleicht mal rein. Hinzufügen nicht möglich. Okay, das war der falsche Slot dafür. Ja, dann bin ich auch überfragt. Oh, wir können sogar noch was freischalten. Fehler. Scanne eine Entführer-Anomalie. Mist, die haben wir noch nicht gescannt. Das ist aber dämlich.
Gepanzerte Tür, ja, passt. Was haben wir dann? Seitliche Flutlichter. Oh, das geht bestimmt auf die Batterie. Hier, primitive Taschenlampe. Ich dachte, dafür brauchen wir auch labile Energie. Oh je. Was haben wir ganz oben? Bio-Laterne. Bio-Fackel, Bio-Signalpistole. So viel dazu. Wir können abgeschirmte Scheinwerfer machen. Nee, dafür brauchen wir auch eine fortschrittliche Werkbank. Okay. Werkzeuge, was geht denn noch? Labile Energie. Stabile Energie. Das ist ein Ersatzglühbirnen-Kit. Weiß nicht, was das bringt. Schweißbrenner hätte ich gern, können wir aber nicht machen. Ich brauche eine bessere Batterie. Knotenpunkt, Restabilisator braucht auch labile Energie. Bla bla bla. Was ist das? Körperliche Ertüchtigungsmaschine. Dieser Korb hat großzügige Maße. Wie schwer kann es schon sein, ein paar Punkte zu erzielen? Ja, bringt das was? Ich bin neugierig. Wo stellen wir dich denn hin? Ach, ist das ein Basketballkorb? Ja? Ja? Kriege ich ein Geschenk, wenn ich das schaffe? Nein! Okay, ich weiß, was wir den Rest der Episode hier machen. Wir versuchen, ein Körbchen zu treffen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich will wissen, ob das einen Bonus bringt. Nein, du hüpfst aber ganz schön. Ich dachte zumindest... Nein! Ich krieg's hin. Leute, ich krieg's hin. Ich weiß nur nicht wann. Fast. Ja, fast war es soweit. Ich hätte hier gern mehr Licht. Sieht man ja den eigenen Basketball nicht. Nein. Immer denselben Fehler. Das kann ich stundenlang machen. Nein. Weg vom Faxgerät. Das muss doch irgendwas für einen Bonus bringen. So. Ja. War genauso dämlich, wie sich's angefühlt hat. Gleich haben wir's. Müsste eigentlich so locker aus dem Handgelenk kommen. Hier vielleicht so leicht hoch. Nein! Beinahe hatte ich's. Das ist ein Ansatz, der sich lohnt. Gibt bestimmt nur ein Achievement oder so. Nein. Es tut mir leid. So, 3 Versuche noch. 2 Versuche noch. Stürmt hier ganz schön draußen. Glaubt, es weht hier rein und deswegen treffe ich nichts. 1 Versuch noch. Ansonsten probieren wir später. Nein! Okay. War der letzte Versuch. Überraschungsversuch. Hat nicht geklappt. Gut. Da liegt er gut. Regnet in mein Auto. Das ist nicht so gut. Machen wir mal Kofferraum zu am besten. Schauen wir, ob wir alles haben. Au. Meine Rübe. Meine arme Rübe. So, wir heilen uns erstmal hoch. Ja, brauche ich gerade nicht. Lackregal, das ist kein Lack. Das war mir eigentlich schon klar. Kommt's mal hier rein. Werkzeugkiste brauche ich nicht. Vielleicht sollte ich die Dinger einfach in den Müll werfen. Benzin brauchen wir auf jeden Fall. Rein mit dir. Boah. Vielleicht wäre die schnellere Tankpumpe doch gut gewesen. Kann ich was treten? Hui. Kann das Auto treten? Mist, habe ich zugemacht. Ohne Sinn und Verstand. Egal. Wir haben es noch reinbekommen. Gut. Zumachen. Und dann würde ich sagen, fahr mal los. Müssen wir noch was craften. Scheibenwischer können wir ausmachen, aber es regnet ja eh. Oh. Wollte ich gar nicht. Mackengerät. 5 Hinweise gefunden. Okay. Anscheinend konnte man mit V unten was scannen. Tür vorne links. Wird geöffnet, wenn dann. Und dann Schalthebel. Haltet sich ein oder aus? Ja. Falsch geraten. 1 von 4 korrekt. Okay.
Dann Tür vorne links wird geschlossen. Schalthebel habe ich nur eine Option, aber Motorhaube hätte ich noch. Motorhaube, Motor, Motor, Motor. Eine Fähigkeit. Was ist denn eine Fähigkeit? Kann ich nochmal untersuchen? Nee, aktuell nicht. Scheibenwischer. Würde ich mal sagen. Nein. Nein. Schaltet sich ein. Das hat er zumindest mal gemacht. Ah, 3 von 4 korrekt. Was auch immer das bringt. Okay, Scheibenwischer. Schaltet sich ein oder aus. Bewegt sich langsam. Wackelt. Vielleicht wackelt der. 5-mal können wir noch raten. Nein. TWS. Soll das ein Wort ergeben unten? Ich glaube nicht. Also, steckt fest. Ich würde sagen, bewegt sich langsam, oder? Ja. Noch 3-mal kann ich raten. Schaltet sich aus? Mist. Dann würde ich sagen, bewegt sich schnell. Und dann kann ich noch 1-mal raten. Ja! Und jetzt? Was kriege ich dafür? Lösungen. Tür vorne links. Ein Elektriker-Kit. Hä? Materialien fehlen. Elektriker-Kit. Wie teuer ist das denn? Und wo kriege ich das? Mechaniker, großer Benzinkanister. Sehe ich nicht. Hammer vielleicht noch nicht freigeschalten. Merkwürdig. Egal, wir gehen jetzt mal. Wir gehen jetzt mal auf Tour. Zum Glück konnte ich so oft raten. Was leuchtet da noch? Nutze den. Also das ist die Mackenmaschine. Ja, wie gesagt, Elektriker-Kit habe ich keins. Ja gut, irgendwas ist ja immer mit dem Auto. Wir fahren trotzdem mal. So, Scheibenwischer bitte aus. Scheibenwischer. Oh, meine Tanknadel spinnt. Das ist eine neue Macke. So, was war Scheibenwischer? Nicht Z. C. Okay. Und Tanknadel hat sich eingekriegt. Was soll's? Das mit den Macken finde ich gerade noch ein sehr komisches System. Kann ich direkt dahin fahren? Nö. Na gut, dann über Umwegen. Hä? Wieso halte ich auf halbem Weg jetzt an? Okay. Was ist jetzt los? Das gefällt mir schon mal nicht. Die Brücke war da weg, beziehungsweise die Straße war da weg. Wie kann denn sowas passieren? So, hier rechts ist es nur ein Schild gewesen. Das ist nur Mist auf der Straße. Wäre schöner, wenn weniger Mist auf der Straße wäre. Da hätte man Natrium absaugen können. Mist mal vielleicht auch mal machen, vielleicht bringt das ja was Schönes. Hier rechts ist was, das leuchtet grün. Schauen wir mal nach, ist nicht auf der Karte verzeichnet. Was bist du denn? Taschenlampe. Achso, das ist so ein Rohrpost-Ding. Gut, davon, die kann man natürlich looten. Ach so ein Mist, dass ich die Taschenlampe nicht wirklich anlassen kann. Muss hier drauf achten. Na, zumindest ein bisschen Ausdauer hat sie ja. So. Dann schauen wir mal, was mit der Straße da passiert ist. Warum der meint, dass wir da nicht durchkommen. Hier ist ein schöner Truck. Der wird viele Sachen haben für uns.
Und gar nicht so schlecht, dass wir hier rausgeschworfen wurden. Ja, ich will dich investigieren. Was hast du? Primitive Tür, die bringt mir gerade nichts. So, primitive Platte. Was ist denn hier links hinter mir schon wieder? Ist das ein Jumpscare? Hallo? Nein! Geh doch nicht kaputt! Offroad-Reifen könnte man mitnehmen. So, die zwei kann man leider... kann nichts damit anfangen gerade. Ich leuchte doch. Hä? Leiterplatte? Kann ich nicht aufnehmen. Dann ab ins Auto damit. Vielleicht ist sie zu groß. Hier natürlich rein. Gut. Was sonst noch irgendwas hier, was wertvoll ist? Nur Offroad-Reifen. Na, die könnte man theoretisch zerschneiden. Dann wird zumindest hier mal so ein Zerstörer zerstört. Dann können wir wieder mehr einsammeln. So. Ich glaube nicht, dass das reicht. Na, nee, doch. Ja, vielleicht. Ja, hat gereicht. Wunderbar. Und dann machen wir es gleich kaputt. Und sehr schön. Sehr ominös mal wieder. Warum auch immer. So, dann nehmen wir gleich die nächsten. Oh, und die stapeln wir natürlich da drin. Handstaubsauger. Ja. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Irgendwann können wir den bestimmt nutzen. So. Und weiter geht's. So. Bis jetzt sieht doch alles gut aus. Funktioniert mein rechtes Licht? Nee, ich glaube nicht. Schade eigentlich. Ich mochte meine Lichter. Ich warte immer noch auf einen Jumpscare in dem Spiel, aber ich glaube, da kommt keiner. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten würden die mich dran kriegen, aber es ist ja nicht so horrormäßig. Also es ist schon creepy, muss ich sagen. Vor allem hier durch den Tunnel zu fahren. Stell noch ein paar Crash-Test-Dummies hin und dann... ja, dann bin ich so unentspannt, wie es nur geht. So, okay, wir sind durch den Tunnel gekommen, ohne Probleme. Da ist so ein Elektrohäschen. Kein Fan. Das wollte ich gerade gar nicht. Nee, du bleibst schön weg hier. Hafte dich halt an das Auto. Das ist mir egal. An den Truck natürlich. So. Was hast du? Oh, so viel. So viel schönes Zeug. Vor allem Lack und Aufkleber. Ersatzglühbirnen-Kit und Mechaniker-Kit. Nehmen wir erstmal das Glühbirnen-Kit. Vielleicht können wir damit ja was machen. Mit unserer Glühbirne. Glaub nicht. Ich glaub nicht. Elektriker-Kit brauchen wir dafür. Oh, das ist Pech, das habe ich nicht. So, normale Sommerreifen. Was hast du noch? Ersatzreifen. Och, die Notration, die würde ich gleich mal futtern. Kann ich nicht. Das ist aber schade. Ein Mechaniker-Kit. Nein, wollte ich doch nicht fallen lassen. Lohnt sich vielleicht dann mehr? Kastenwagen. Scannen wir nochmal. Obwohl, ist ja schon gescannt. Das Teil müssen wir, glaube ich, ausscannen. Hilfreiches Häschen. Wieso bist du hilfreich? Reparierst du mich? Kommst dann eben doch hier drauf. Au. Sehe jetzt noch nicht, wie du arg hilfreich bist, aber vielleicht sehen wir das von innen. Normalerweise solltest du doch grün sein, oder? Hä? Was sagt denn mein Auto da? Vielleicht lädt mich das auch einfach nur. Ist egal, wir können mal weiterfahren. Merkwürdig. Aber ich beschwere mich erstmal nicht. Beschwere mich vielleicht später. So. Du lädst schön weiter das Auto. Und wir schauen mal. Jetzt zerstört denn die ganzen Plasma-Generatoren.
Ein Glück hatte ich den Hammer schon ausgerüstet. So, was haben wir hier? Nix, nix, nix. Haufen voller Elend und nix. Mülleimer. Warum nicht? Nehmen wir doch gern auf. Keine Kiste drin, enttäuschend. Wieso nur einzelne Items da drin und sonst hier nix? Wofür steige ich überhaupt aus? Ah, ich weiß es nicht so. Rein mit dir und rein mit allem, was hier annähernd wertvoll aussieht. Muss echt dran denken, die Lampe rechtzeitig auszuschalten. Sonst zahle ich mich hier dumm und dämlich an Lampenmaterialien. So, wir haben noch ein Haus links. Weiß jetzt nicht, ob es bringt, da was anzusehen. So viel Schaden kann es hoffentlich nicht. Oh, da ist schon eine Axt im Holz. Kann ich nicht aufnehmen. Schade eigentlich. Auch zu. Alles gut hier. Komische Geräusche. Kommode. Ja, mit dem ganzen Zeug. Und dann... Ach, ist das schön hell. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Zu halten nicht wirklich. Ja, tollen Telefon. Das zerlege ich jetzt aber nicht extra. So. So. Ach, die Hälfte meiner Lampe ist schon kaputt. Oder meiner wiederverwendbaren Fackel. Vielleicht wird es mit der Taschenlampe alles besser. So, dann können wir gleich weiterreisen. Wenn wir nicht noch irgendwas Schönes auf dem Weg gerade entdecken. Ein Container. Die Frage, wer ist was in den Containern und wenn ja, wie gruselig ist das? Wäre ja cool, wenn man die looten könnte, aber ich glaube, das ist nur ein Hindernis, das uns verhindern soll. Oh. Also, das hat nicht so viel gebracht. Weiter geht's im Text. Leimfair 1973. Keine Ahnung, was das Schild mir damit sagen will. Das hilfreiche Hieschen kommt mit, ob's will oder nicht. Hui. Jetzt aber. Ich glaube, jetzt kommen wir in eine düstere Zone oder in so eine gelb markierte. Vielleicht kriegt man da ein bisschen instabile Energie her. Das wäre ja mal klasse. Jo. Seltsame Signale. Ja. Die sind uns auch schon aufgefallen. So, was haben wir denn hier? Ewige Stabilität. Erhöhte elektrische Energie. Das heißt, ewige Stabilität würde ich jetzt mal einordnen als, die können uns nichts. Hier wird es keine Instabilität geben. Das wäre ja gar nicht so unpraktisch. So, Wegpunkt ist gesetzt. Wir brauchen auf jeden Fall Chemikalien. Und hier gibt es so viele Gebäude. Das sieht schon gefährlich aus. Was leuchtet denn hier schon wieder blau? Eine Natriumlampe. Die würde ich gern mal auseinandernehmen. Vielleicht kriegt man was, was wir sonst nicht kriegen. Natriumdampflampe. Boah. Glasscherben. Glasscherben kenne ich aber schon. So. Lampe. Wo brauche ich denn Lampenstaubsauger für? Vielleicht fürs Lampengehäuse? Nee, auch nicht. Hier, Lampengehäuse, das kann man aussaugen. Dann nehmen wir es mal. Immer die falsche Seite. Mein Streuerstaubsauger. Handstaubsauger. Okay, ich habe jetzt zwei Handstaubsauger. Ich habe den doch erst freigeschalten. Ist egal, auf 5 ist er. Na, wo ist das Ding hin? Ich sehe ja gar nichts hier. Hätte mein Auto passend. Wo bist du? Okay, muss mir erstmal leuchten, wo es war. Lampengehäuse. Du willst aufgesaugt werden? Nö. Wo war das denn? Ah, da. Oder auch nicht?
Dachte, ich habe alles richtig gemacht. Wo muss ich denn ansetzen, Kollege? Es wirkt falsch. Ich sehe auch kaum was. So, dann machen wir das Lampengehäuse halt auf die brachiale Art aus. So, Handstaubsauger. Ja, mit dem ganzen Zeug. So, da kommen wir hier. Irgendwas, was wir hier noch haben. Laborcomputer, ja, was soll's. Bisschen Elektronik. Warum nicht? Und Staubsauger. Dankeschön. Kiste. Uninteressant, oder? Oh, gibt uns zumindest nichts. Komisch mit den Lampen. Ich hätte schwören können, ich müsste was einsaugen. Komm gerade aber nicht drauf, wie das geht oder was ich machen muss. So. Weiter zum Wegpunkt. Anscheinend können wir wirklich nur... Ja, nächste halt irgendwie mehr links. Nicht durch den Strom fahren. Sonst... Mag er, mein Auto mag das generell gar nicht so. So, ich glaube, hier kommt schon das Linksding. Ja. Beinahe übers Ziel hinausgeschossen. So. Wir sind richtig. So, das Teil muss ich scannen. So, dann komm mal her, du Arsch. Ja, du bist ein Entführer, das dachte ich mich. Dachte ich mir. Hast mich schon... Nein! Weg, 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 weg. Will nicht entführt werden. Ich will nicht entführt werden. Was habe ich gerade gesagt? Ja, ich hänge am Baum, das klappt auch nicht mehr. Danke. Hast losgelassen. Hast du selber bemerkt, dass du da Mist baust? Nein. Geh weg. Na, mir doch in Ruhe. Habt ihr nichts getan? Ja, danke. Firma dankt. Bin genug gezogen worden. Dankeschön. So, hier ist noch so ein Komplex. Den wollen wir mal untersuchen. Da wird bestimmt irgendwas Wertvolles drin sein. So, wo ist der Eingang? Andere Seite. Immer auf der anderen Seite. Wenn es überhaupt einen Eingang gibt. Instabilität da unten. Warum? Uncool. Ich wollte doch gerade da reingehen. Nein, mein Auto steht doch mittendrin. Ich dachte, ich hätte ewige Stabilität. Ah, mein Auto steht, glaube ich, im Sicherheitspocket. Ist aber blöd, dass das jetzt gerade... Ich wollte doch gerade looten. Och, Mann. Fahr mal halt hier hin. Nee, das sieht auch nicht gut aus. Ja gut, was machen wir dann? Da hinten gibt es noch ein Gebäude. Ansonsten ziehen wir halt die Schleife und fahren gleich ins nächste Gebiet. So. Hammer. Das ist der Hammer. Hier mit meinen Plasmateilen. Gut. Keine Hoffnung steht da dran. Sind hier dann keine guten Teile drin? Doch, ich hoffe mal. Wieso gerade nur Einzelstücke? Was habe ich dem Spiel getan? Wieso nicht mal 10 von einer Ressource drin? Ich finde, so langsam wäre das angebracht. Eine Gasflasche und Gaskartusche. Toll. Wo Chemikalien? Wieso gehe ich hier überhaupt hin? Spinnt. Nur eine Sache. Na, da sind so mal zwei, zumindest mal zwei Metallteile. Na gut. Man kann sich zwar beschweren, aber man kann es auch vermeiden. So, ich glaube, die Instabilität ist ein bisschen abgeflaut. Und meine Lampe ist gleich hin. Ich mag die Lampen doch zu gerne. Können wir hier überhaupt rein? Da leuchtet es zumindest schon mal ziemlich ominös. Lampe ist weg. Wieso? Ich hatte sie doch nicht mal an. Ich habe ja noch Fackeln. Kann ich ja zumindest ein bisschen was sehen, bis ich versuche, was aufzuheben. Na, da geht's doch rein. Toll. Und das
Das entsorgt schon mal die erste Fackel. Hui. Kann ich die echt nicht wieder... Ah, doch, ich kann die aufheben. Tja, ich bin doch ein bisschen langsam generell. Ah, die hat eine begrenzte Lebensdauer. Umwandler, was wandelst du um? Glühbirne nach Bleiplättchen. Ich weiß nicht, ist das ein guter Deal? Wo kriege ich die ganzen Glühbirnen her? So, wir lassen die hier einfach mal liegen, wird aber gleich eh aufhören. So, das rüsten wir aus. Und... Schön. Haben wir ein bisschen hoffentlich Chemikalien erhalten. Ja, sieht danach aus. So, die Fackel, solange sie noch aktiv ist. Laborcomputer, bla bla bla. Kiste. Mensch, schon ein großer Komplex hier. Da kriegt man ja auch große Komplexe. So. Chemikalien. Brauche ich. Laborcomputer. Noch eine Tür. Fackel geht aus. So eine Scheiße. Und wir sind wieder am Anfang. Rucksack liegt hier. Beinahe übersehen. Signalpistole, warum denn nicht? Warum denn nicht? Haben wir, glaube ich, schon mal verschossen. Können wir aber nochmal machen. Oder so ein Stabilitätsanker, den nehme ich natürlich gleich mit. Auto steht da, Motor läuft. Warum denn auch nicht? Ich hätte ihn ja ausmachen können, aber... Wenn wir schnell wegkommen müssen. Außerdem müssen wir ein bisschen Sprit verbrauchen. Motor darf ja nicht kalt laufen, falls wir wirklich dringend abhauen müssen. So. Ich mag Müllcontainer. Mag aber nicht, was da teilweise so hell wird. So, vielleicht komme ich ja auch nach oben und vor allem rein. Ja, komm rein. Müssen aber bald einen Hammer nachcraften. Hui. Und Fackel. Hilft ja alles nichts. So sehe ich gar nichts. Was haben wir hier? Eine Adderkiste. Nur Einzelteile. Trotzdem, die Summe macht's. Dann hier bringt nichts, bringt nichts. Was wandelst du um? Oh, Glühbirne, Chemikalien. Das wäre nicht schlecht. Werkzeugkiste. Wie viel Glühbirnen kann ich denn machen? Noch ein Spind. Auch beinahe übersehen. Nein, Instabilität. Warum? Warum, Spiel? Schnell weg hier. Ich lenke sie vielleicht mit der Fackel ab. Nein, komme ich jetzt nicht mehr hier durch. Das wäre dämlich. Ach, irgendwo muss der Zaun aufhören. Vielleicht gehe ich auch einfach mal in die andere Richtung. Da sind wir ja immerhin durchgekommen. Ja, also Instabilität bis zum Turm hoch. Das kann man natürlich machen. Komm schon. Ja, ich weiß. Ja, Instabilität, nicht gut, breitet sich aus, auch nicht gut. So, besser. Bleib ja da stehen. Fackel ist schon hinüber. Schauen wir mal, wie viel Glühbirnen wir machen können. Wahrscheinlich nicht so viele. Glühbirne. 4 Stück könnte man machen. Hätte man 4 Chemikalien mehr. Das wird sich eigentlich lohnen. So, versuchen wir es mal. So, dann können wir aber auch näher hinfahren, solange die oder sobald die Stabilität halt wieder zurückgekommen ist. So, und dann fahren wir auf jeden Fall dahin und sammeln das ein. Und dann sammeln wir das ein. Hier ist noch eine Tankstelle. Reparaturstation sehe ich keine. Okay. So, Instabilität hat sich verzogen. Dann wollen wir mal 4 Chemikalien rausbekommen. Das wird mich nämlich sehr freuen. Die sind nämlich immer so bescheiden zu finden. Vor allem in den Mengen. Oh oh, es tutet wieder. Ich glaube, wir müssen gleich weiter. So, hier damit. Wandler? Glühbirne, Chemikalien. Wieso gibst du mir Glühbirne raus?
wollte doch Chemikalien. Klappt nicht. Wieso kriege ich Glühbirnen raus? Haben sie den Pfeil falsch rumgesetzt? So, es hat getutet. Ich hoffe, das hat nichts mit uns zu tun. Wir gehen auf jeden Fall hier mal den Anker holen. So. Wenn er gleich in der Nähe ist. Ich glaube, das wird aber wieder ein bisschen zu Anomalien führen. Ist egal, unser Auto ist ja ein bisschen was gewohnt. So, das lassen wir vielleicht einfach weiterrollen, dann kommen wir wirklich gleich weg. Mach doch die Tür nicht immer zu. Nein, nicht einsteigen, nur aufmachen. Nur aufmachen. Klappt nicht. Klappt im Moment zumindest nicht. So, ich nehmen. Und schnell ins Auto, schnell ins Auto, schnell ins Auto. Das hat er nicht gemacht. Rein mit dir. Tür zu und los geht's. Hui, sind schon auf dem Weg. Sind doch schon auf dem Weg. So, Straße ist irgendwie dann rechts von uns. Schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Oh, das hat doch ganz gut geklappt, würde ich sagen. Das hat doch ganz gut geklappt bis jetzt. So, Straße irgendwo. Nein, was ist das schon wieder? Wo links und rechts vertauscht wird. So, wir sind richtig. Dann würde ich sagen, nehmen wir das auf jeden Fall mal mit. Das kann sich nur lohnen und dann geht schon weiter in die nächste Zone. Das Auto ist wieder... Was ist jetzt los? Glaubt, das sind die Defekte, die das Auto hier ab und zu hat. Diese Macken. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Rückwärts. Rückwärts immer, vorwärts wird schlimmer. Toll. Auto wieder komplett zerlegt. Nur wegen so ein bisschen Strom. Der Stoßstange geht's überraschend gut. Ist das nicht schön? Kann doch nicht sein, dass die so fies sind. Okay, das sind nur Figuren. Die schaden uns nicht, wenn wir nicht dagegen fahren. Dann wollen wir mal hier schnell das Zeug klauen. Ui! Ja. War vielleicht nicht so gescheit. Aber nach Chemikalien könnte man theoretisch auch suchen. Ich würde sagen, ich parke aber einfach mal hier. Ich mache den Gang rein. Ich will schnell abhauen können. So. Und die Tür? Ich will sie nur offen. Sehr gut. Und die andere auch. Sehr gut. Und dann klaumopse ich das mal. Und dann ab durch die Mitte. Da oben leuchtet auch was so schön. Könnte sein, dass es noch einer ist. Aber wir begnügen uns hier mal mit dem großen Stabilitätsanker. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Es droht euch keine Gefahr. Ich klau doch nur was. Hui. Und rein mit dir. Und raus mit uns. Ja, Auto. Auto mag das gar nicht. Wir müssen hier einfach weiterfahren. Denk, gelootet haben wir hier erstmal mehr als genug. Hab ich wieder einen Platten? Ich glaube ja. Wieder vorne links. Wer hätte das gedacht? So langsam ergibt sich da ein Muster. Ich kann doch nicht immer meinen linken Vorderreifen hier austauschen und reparieren müssen. Die Abdichtkits sind teuer. Zumindest sind sie nicht billig. Naja. Erstmal raus hier aus der Zone und dann rein in die furchtbare Zone. Das nächste ist ja so, wo es komplett instabil ist. Hohe... Ja, was soll's. Kann man ja nichts machen. Dann schauen wir mal in so einer gelben wabernden Zone, wie es denn aussieht, anhalten. So, heilen. Auto muss geheilt werden. Was haben wir denn? Mechaniker-Kit bringt mir gerade nichts. So schön stapeln, Inventar voll fürs meiste, das ist schade.
Aber craften kann ich vielleicht ein Reparaturkit. Toll, meine Chemikalien gehen dafür drauf, die ich gesammelt habe. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Ich brauche echt diese abgeschirmten Türen. Weil so geht das nicht lange gut. Ich habe sogar noch versucht anzuhalten. Hat nicht geklappt. So, ich würde sagen, das... Fahrertür ist gut. Ist scheiße. Stoßstange passt. Wir können nicht alles auf einmal verbrauchen. Das muss jetzt irgendwie klappen. So, wenn wir das dahin machen, das dahin und das dahin. Ja gut, können wir auch die Glühbirnen eigentlich reintun. Schade, dass ich die gecraftet habe. So, Auto, dem Auto geht's nicht gut. Abdichtkit, ja, behalte ich mal. Nicht das Abdichtkit. Apropos Abdichtkit. Was kostet das denn? Ach, das geht. Klebeband, Gummi, Glasscherben. So. Wunderbar. Brauchen wir noch eins? Ich glaube erstmal nicht. Impulshammer braucht man demnächst einen neuen. Ist egal, das... Au, mein Kopf. Immer auf die Rübe. So viel Hilfe habe ich aber auch nicht mehr. So, was braucht man denn jetzt? Wir können natürlich hier ein Portal aussuchen, aber ich würde erstmal hier ein bisschen was klauen. Und los geht's. Ja, Auto sieht wieder halbwegs fahrtauglich aus. Lampe ist zwar am Arsch, die eine, aber was soll's. Irgendwas ist hier immer. Jetzt instabil, das ist nicht gut. Und es tutet schon. Können wir links an der Instabilität vorbei. Obwohl, so viel hat es im Auto ja nicht unbedingt... Ach, ich habe nichts gesagt. Ist ja nur ein kleiner Instabilitätsding. Was macht es schon? So. Strom. Nicht gut. Stromwurm. Haben wir auch noch nicht gesehen. Hätten wir vielleicht mal scannen sollen. Das Spiel ist generell ein Fan vom Scan. Dann fliegt man mal wieder. Hui. Ich hoffe auf eine weiche Landung. Ja, das war diesmal gar nicht so schlimm. Speed-Module. Ja, warum eigentlich nicht? Nein, hat nicht geklappt. Wenn man die aber richtig erwischen... Hui. Geht schnell durch die Instabilität. Oder auch nicht. Ach, wir sind vorbei, Mist. Wir sind vorbeigefahren. Ich mag es nicht, dass hier alles tutet und sonst was macht. So, wir müssen hier rechts irgendwie rein. In der Hoffnung, dass da nicht so viel Instabilität ist. Vielleicht sollte ich auch nicht einfach mitten durchfahren. Den Gedanken nehme ich mal fürs nächste Mal mit. So. Aber hier ist ja ganz schön zu fahren. Würde ich schon sagen. Da passt mein Auto noch durch irgendwie. Ein Laster. So, anhalten. Umgebung checken. Alles arschdunkel. So gehört sich das. Ich habe ja noch eine Fackel. Nimm sie nur in die Hand. So. Sommerreifen brauche ich nicht. Zapfpistole. Nein. Nein. Falsch rum geparkt mal wieder. Na, wenigstens kriegt man jetzt das Auto voll. So. Nein, wo ist er hin? Da. Da ist er ja, der Mistkerl. So. Auto wieder voll. Auto ist glücklich. Ja, lass einfach fallen. Ist ja egal. Brauchen wir eh nicht mehr. Eine Stahltür. Könnte man sogar verbauen. Wir haben so viel angeschädigte. Ist egal. Wir fahren erstmal weiter. Oh. Geht gleich schon zu Ende die Zone. Ja.
Da klaue ich noch das Ding und dann hauen wir ab. Ich denke, das ist ein guter Plan. So, anhalten, klauen. Und dann raus hier. Oh, ich glaube, das ist Instabilität. Instabiler Anker. Wird jetzt alles stabiler? Nein, Elektro. Ich mag kein Elektro. Komm schon. Rein mit dir. Ja, ich habe die Tür offen gelassen. Passiert den Besten. Und mir auch ab und zu. So, was nehmen wir? Das sieht doch eigentlich gut aus. War vielleicht noch nicht nötig, das jetzt zu triggern. Nein, ich will doch auf die Straße. Wieso ist mein Fahrzeug wieder beeinträchtigt? Mach doch gar nichts mit dem. Das ist jetzt aber schneller als sonst. Straße! Ja! Wieso ist das Rote jetzt so schnell? Wieso sehe ich noch nicht den Lichtstrahl? Da ist er ja. Dann aber hurtig. Nein. Hurtig. Ich habe noch 17% Leben. 16. 13. 12. 11. 10. 9. Oh, Baumstamm im Weg. 5. 1. Komm schon, ich bin so kurz davor. So kurz. 0. Wir schaffen es noch. Oh. Auf den letzten Metern. Alter Schwede. Mit 0 Leben wieder nach Heim gekommen. Nach Hause. Kann schon gar nicht mehr reden. Nein. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus, als ob ich wüsste, was ich tue, so Auto aus. Erstmal an die Station zum Heilen. Hui. Ich glaube, wir müssen mehr in Portalnähe sein bei den Dingern. So, Auto laden, auch wenn ich nicht ganz draufstehe, bringt vielleicht was. Na gut, dann würde ich aber sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.